Morgen, hier ist euer Büchsenschubser. Wir haben Montagmorgen, 5 Uhr und ich muss mal wieder Luftdruck kontrollieren. Ja, das mache ich jetzt, weil sonst habe ich keine Zeit dazu. Und noch ist es hier ruhig. Na, der Kollegen stehen hier mitten auf der Tankstelle, aber das ist hier in Frechimundorf normal. Ja, was soll ich sagen, ne? Die neue Woche beginnt. Schauen wir mal, was sie bringt. Ich hoffe mehr wie letzte Woche, weil letzte Woche fand ich ziemlich langweilig. Ne? Immer nur fahren, fahren, fahren. Das ist ja auch nicht die Welt. Ne? Aber was sollen wir machen? Ne? Jetzt gehen wir mal Luftdruck checken und, ja, und gucken mal, was der Tag heute noch so für uns erbringt. In dem Sinne, ihr wisst Bescheid. Ne? Bis später. Ein guter Morgen startet mit einem Kaffee. Und da hat man noch so eine schöne Kaffeemaschine. Dann die passende Tasse. Ja, so muss das sein. Und feuerfrei. Da läuft das schwarze Gold. Ah, Kaffee. Brauch noch ein bisschen Wasser. Denn ich bin kein Starkkaffeetrinker. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Büchsen-Community. Ja, heute mal wieder ein Video aus dem LKW. Hat folgenden Grund, es schüttet draußen, beziehungsweise es ist sehr nass. Und der Montag war schön, der Dienstag fängt mit Regen an. Aber so ist das. Leider kann man nichts machen. Ich stehe schon beim Kunden an der Rampe. Na, ich zeige euch das mal hier. Schaut mal. Ist es ziemlich eng hier. Ne? Weiß nicht, wie sieht das da? Ich zeige euch das mal. Gucken, wie eng an der Rampe ich da stehe, beziehungsweise an der Mauer. Ja, also es ist verdammt eng. Ja. Ne? Aber alles ist machbar. Alles ist machbar. Und das ist auch gut so. So, da bin ich wieder. Ja, ich bin gerade dabei. Schon das Video Teil 11. Mittlerweile haben wir schon Teil 11. Bei 10 ist mir das gar nicht aufgefallen. Aber jetzt bei Teil 11 habe ich gedacht, Mensch, wir sind schon beim 11. Teil. Und ja, schon mal alles vorbereiten fürs Wochenende, damit ich es dieses Mal schon am Samstag schaffe. Boah, meine Haare, ich war doch beim Friseur. Aber so ist das, so ist das. Teil 11. Und dann muss ich mal gucken, dass ich das Samstag rechtzeitig hochgeladen bekomme für euch. Ich werde ja schon diese Woche Freitag zu Hause sein, weil ich muss 45 Stunden voll kriegen am Wochenende. Und Samstagvormittag gucke ich mir eine Veranstaltung an des Kraftfahrerkreises Düren-Aachen. Da gibt es einen Vortrag von einigen, von der Polizei, von der BRG, und gibt es wohl ein paar Neuigkeiten. Und ja, mal gucken, vielleicht werde ich davon auch berichten. Ich muss mal gucken, wie da die Lage ist, wie man da, ob man da filmen darf. Aber ich werde euch das erzählen auf jeden Fall, was da so abging. Die treffen sich wohl einmal im Quartal oder einmal im Monat. Ich weiß das noch nicht, ich bin da noch nicht gewesen. Schauen wir mal. Ne? Ja, Wetter ist bescheiden, Gegensatz zu gestern. Ich hatte teilweise gestern 17 Grad, da habe ich gedacht, was ist los? Und die Sonne schien noch nicht mehr wirklich richtig. Aber es war richtig mollig warm. Ja. So, das soll es erstmal für gewesen sein für den Dienstag. Vielleicht mal gucken, vielleicht heute Nachmittag. Wie gesagt, ich bin in der Stadt, die keiner kennt, die eigentlich gar nicht existiert, die nirgendwo verzeichnet ist. Ne? Das ist echt eine mysteriöse Stadt, aber es gibt hier Firmen. Ja. Und die kriegen einen Container, den beladen die gerade und den fahre ich im Anschluss nach der Beladung direkt nach Bremerhaven. Ja, also wird noch eine schöne Fahrt werden. Ich muss mir noch überlegen, ob ich über die A1 fahre oder über die A7. Das sehe ich aber gleich, weil die Entfernung ist von hier aus die gleiche. Oder ich fahre über die B61 und werde noch einen Kaffeestopp an dem Bienenhäuschen machen. Ja, kennen vielleicht einige. Kann ich nur empfehlen, das ist so ein kleiner Imbiss mit einem riesigen LKW-Parkplatz, wo man richtig gut frühstücken kann, richtig gut essen kann, zu richtig guten Preisen, die wir uns als Kraftfahrer noch leisten können. Und kann ich nur jeden mal ans Herz legen, ist direkt an der B61 hinter Petershagen. Ich weiß nicht genau, auf welcher Höhe, irgendwo zwischen Petershagen und, was kommt denn dahinter? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber die meisten kennen das bestimmt. Also B61 langfahren und dann kommt irgendwann so eine riesige Parkfläche und dann ist auf so einem kleinen Hügel ein kleines unbescholtenes Haus und darin ist der Imbiss. Gut, das war's. In dem Sinne, macht's gut! Und wir hören uns im Laufe der Woche noch öfters. Tschüss.
Hallo Freunde, hier ist wieder euer Büchsenschubser. Ja, mittlerweile stehe ich in Dortmund und ich stehe ja nicht alleine, hier stehen ganz viele. Ja, ich sitze hier und fahre so in meine Spur. Ja, und dann brüllt da irgend so ein bekloppter LKW-Fahrer aus seiner Hütte und schreit mich an. Und soll ich euch mal sagen, wer das war? Ich habe gedacht, mein Schwein pfeift. Guck mal da. Moin! Mein Praktikant, der Christopher. Ja, ich wusste nicht, dass der hier ist. Ja, jetzt stehen wir auch noch hintereinander. Warte mal, ich zeige euch mal sein LKW. Guck mal da. Ne? Das ist sein weißer. Ja. Ja, und jetzt sitzen wir hier in meinem LKW. Warte mal, ich mach mal so. Ja, so geht das. Nee, so geht's nicht. Ist wieder zu dunkel hier. Machen wir mal das Licht an. Ja, geht so ein bisschen. Oder auch nicht. Ah, doch. Ja, jetzt sitzen wir hier und schlabbern Kaffee aus meiner Kaffeemaschine. Ne? Schmeckt der? Jo. Gut, so muss er sein. Büchsenkaffee. Ja. Ne? Ja, wir haben hier jetzt ein bisschen Wartezeit. Tja, was machen Fahrer? Was machen wir, Christoph? Kaffee trinken. Ja. Und was machen Fahrer noch? Dummes Zeug. Reden. Jo. Ja. Naja, tun wir nicht, aber man kann sich hier schon über gewisse Dinge aufregen, ne? Warum das immer so lange dauert in Dortmund. Ne? Aber okay, wir sind ja nicht die Einzigen hier. Hier stehen auch 50 gefühlte andere LKWs. Aber gut, müssen wir durch. Wir genießen hier den Sonnenschein, weil hier knallt gerade wirklich die Sonne raus. Also mein Thermometer sagt 17 Grad. Okay, in der Sonne, aber das ist schon so ein bisschen Frühlingspower. Ja, und ich habe jetzt gehört, am Sonntag oder zum Wochenende kriegen wir wieder richtig Russenpeitsche, also richtig Kälte. Und wir sollen sogar im Norden wieder Schnee kriegen. Also Leute, lasst die Winterreifen noch drauf. Ne? Die schönen Alufelgen haben Zeit bis nach Ostern. Und dann dürft ihr mit den Alufelgen fahren. Weil ich mache das auch so auf meinem Privatauto. So, in dem Sinne, das war's für Mittwoch. Ne? Wie heißt das noch? Keep trucking. Alles klar, ich hab's nicht gesagt. Er ist schuld. Bis dahin. Tschüss.
Guten Morgen, Freunde der Büchsen. Ja, hier bin ich wieder und ich melde mich heute auf dem Donnerstag aus dem wunderschönen Korbach. Ja, die Stadt des Gummis. Ne? Ich meine, viele kennen das hier, glaube ich. Ja, hier gibt es ganz viel Gummi. Ne? Ja, ich stehe hier schon seit 6 an der Rampe. Ich werde auch schon beladen. Ja, ich kriege den Container voll Gummis. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber ich glaube, viele, wenn sie die Tore sehen, wissen das, wo ich bin. Ne? Also ich sage jetzt mal nichts, wo ich bin, aber es geht voran. Wir haben Donnerstag und das Wochenende naht schon. Ich bringe diesen schönen Container, naja, schön ist was anderes, aber es sind halt Wechselbehälter. Und ich werde diesen Container gleich im Anschluss nach Bremerhaven fahren, wo der dann aufs Schiff geht. Und dann kriege ich schon meinen Container für Freitag mit. Und dann haben wir schon fast wieder Wochenende. Und es ist dann wieder Zeit für ein neues Video. Ja, das ist ein Teil meines Videos, was ihr am Wochenende sehen werdet. Und ja, ich hoffe mal, es wird euch wieder gefallen. Nochmal lieben Dank an alle neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Ich hoffe, meine Pommesgabel gefällt euch. Ne? Die Keep Trucking-Gemeinde wird immer größer. Und ja, es geht voran, es geht voran. Genau, wir arbeiten dran, wir bauen das noch aus. Ja, guck mal, schön, schöne Gegend hier, schön kalt zurzeit. Ja, denn wir hatten heute Nacht wieder Frost. Ja, gestern noch in Dortmund und Duisburg knappe 16, 17 Grad gehabt. Heute Morgen minus 2 Grad. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ne? Irgendwie war mir heute Nacht kalt, denn ich habe die Standheizung ausgelassen. Und als es richtig kalt wurde, habe ich sie erst angemacht. Aber dann hatten wir schon draußen minus 2 Grad. Ja, gut. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. In dem Sinne, haut rein, lasst euch nicht ärgern und genießt den Tag, denn er wird am Donnerstag sehr sonnig werden. Tschüss! Freitag und ich bin noch unterwegs. Ja, was soll ich sagen, ne? Freitag ist immer so ein Tag, man will schnell nach Hause, aber das läuft nicht so, weil alle wollen nach Hause
Und ich musste jetzt gerade mal die Baustelle in Bremen, ich meine, alle die LKW fahren, wissen das ja. Bremen ist ja auf der Autobahn die große Baustelle. Und ab einer gewissen Uhrzeit geht da nichts mehr. Nee. Also bin ich schon quer durch Bremen gefahren, weil ich, das ging auf jeden Fall schneller, weil Kollegen stehen da teilweise schon seit anderthalb Stunden drin, weil das irgendwie da nicht läuft. Und jetzt habe ich gerade gehört, es gab noch einen Unfall mit dem PKW und so. Und jetzt dauert das Ganze noch länger. Und da hat sich der Büchsenschubser gedacht, komm, fahren wir durch Bremen durch Bremen teilweise herum, über die B75. Die meisten kennen das ja von euch. Und jetzt stehe ich hier kurz vor der Auffahrt Wildeshausen Nord, glaube ich, ist das. Fahre gleich wieder auf die Autobahn, aber ich muss mir eben noch mal ganz gepflegt eine Dreiviertelstunde Pause machen und nutze jetzt die Zeit, mit euch zu quatschen. Ja, ja, was soll man machen, ne? So ist das halt, das Leben als Büchsenschubser, ne? Ja, auf diesem Wege will ich nur mal ein paar Leute grüßen, die mich so die Woche lang gegrüßt, geblinkt, Randale und Sonstiges gemacht haben, ne? Lieben Gruß zurück an euch, ne? Besonders ein Gruß geht an die Lagerarbeiter der Firma Conti, in Conti Tech heißen die sogar, glaube ich, in Korbach, ja. Ja, wir hatten da am gestrigen Tag also so einiges miteinander zu tun, aber es war lustig und ja, das war halt etwas kompliziert. Aber das ist eine andere Geschichte, das ist jetzt so intern, das kann ich euch jetzt hier nicht erzählen. Ja, aber die Jungs waren gut drauf, wir haben uns gut unterhalten und die haben mich auch schnell abgefertigt und alles super. Lieben Gruß an euch, ne? Ja, das dazu. Ja, die Woche ist fast zu Ende. Das ist jetzt mein letztes Video, was ich heute hier aufnehmen werde. Ich werde heute Abend gegen 7:30, 8 ungefähr zu Hause sein. Dann beginnt für mich das Wochenende. Endlich. Ich bin mal früher zu Hause. Muss auch, weil ich brauche ein langes Wochenende. Ja, ich soll euch noch einen lieben Gruß von meinem Praktikanten bestellen. Ne? Der ist mir eben auf der Autobahn entgegengekommen. Er hat mal so richtig Randale gemacht. Habe ich euch hier mit reingeschnitten oder schneide ich euch gleich hier noch mit rein in den Film? Oder in das Video, besser gesagt. Filme drehe ich ja noch nicht. Was kommt später? Und ja, der Junge muss jetzt noch nach Hamburg, muss seine Büchse abgeben, muss eine neue Büchse aufnehmen. Und ich glaube, der Christopher kommt heute nicht mehr nach Hause. Das schafft er von der Zeit nicht, ja. Aber ich habe ihm auch den Tipp gegeben, er soll noch laden, er soll noch ein bisschen Richtung Bremen fahren. Kurz vor Bremen soll er sich einen schönen Parkplatz suchen und soll dann seine Ruhezeit machen und heute Nacht den Rest fahren, weil es bringt freitags nachmittags nichts, von Hamburg über Bremen, Osnabrück ins Rheinland zu fahren. Das ist Katastrophe. Also ich werde gleich schon richtig Probleme haben, aber ich schaffe es noch. Ich habe noch genug Fahrzeit. Ich habe jetzt noch gut 5 Stunden Fahrzeit, die ich noch verbraten kann. Das sollte jetzt von Wildeshausen bis nach Hause wohl hoffentlich reichen. Ja. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Und ja, wir sehen uns ja nächste Woche in aller Frische wieder. Und habt alle ein ruhiges und ja, Grippewelle ist ja noch ein aktiv, habe ich gehört. Toi, 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 ich muss mal auf Holz knopfen. An mir ist sie vorbeigegangen bis dato. Weil normalerweise habe ich sie jedes Jahr gehabt, aber dieses Jahr nicht. Finde ich mal gut so. Ansonsten, wie gesagt, allen, die jetzt krank sind, gute Besserung. Und habt ein schönes Wochenende. Und ich sag jetzt tschüss, keep trucking, bis nächste Woche.